Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag aus Bali. Ich habe mich mal gerade hier zurückgezogen. Wir hatten heute erstmal Stromausfall, jetzt ist der Strom wieder da. In Deutschland oder so regnet es bzw. schneit es, glaube ich, im Moment. Schneien ist, glaube ich, das, was im Moment Deutschland gerade los ist. Und hier regnet es auch gerade im Moment, aber es ist hier ja ein warmer Regen und hier ist es ja so, das regnet dann einfach mal heftig und halbe Stunde, Stunde später scheint wieder die Sonne und es ist richtig schön warm. Das sind nochmal andere Verhältnisse. Ja, und ich habe mich jetzt hier zurückgezogen in mein Beduinenzelt. Nee, auf meine Couch hier in meiner schicken Villa hier auf Bali. Und meine Tochter, mein Sohn und mein Mann, die sind gerade dabei, zu Hause die Koffer zu packen. Morgen geht's los. Die kommen auch hierher nach Bali und daher weiß ich, dass es zu Hause schneit und klirrend kalt wohl ist, gefühlsmäßig. Und umso mehr freuen die 30 jetzt hierher auch nach Bali zu kommen. Das ist aber jetzt nicht der primäre Grund, warum ich hier online gehe. Denn ich möchte dir mal einen ganz, ganz wertvollen Tipp hier geben, wie du zu einem selbstbestimmten, freien Leben findest. Weil es gibt so das schöne Sprichwort, wer immer das tut, was er schon kann, bleibt auch immer das, was er schon ist. Und wir sind so dazu geneigt, beziehungsweise auch konditioniert, unsere Verantwortung abzugeben. Wenn wir in der Schule eine schlechte Note schreiben, wer ist schuld? Der Lehrer ist schuld. Wenn die Partnerschaft nicht funktioniert, wem geben wir gerne die Schuld? Dem Partner. Wenn ansonsten irgendwo etwas im Leben nicht funktioniert, dann geben wir auch schon mal gerne die Schuld den Eltern, weil die Kinderstube so schlimm war, weil die Eltern einem was ganz Heftiges angetan haben und, und. Also wir sind so dazu geneigt, vieles läuft natürlich auch unbewusst ab, weil man es uns so nicht beigebracht hat, Verantwortung an. Und das ist letzten Endes genau das, was uns gefangen hält, wo wir uns selbst in unserem Käfig gefangen halten, wenn wir in der Vergangenheit rumschwelgen, in dem ganzen, sorry, wenn ich das jetzt mal so sage, in dem ganzen Scheiß, der da passiert ist, und anderen Situationen, Gegebenheiten der Vergangenheit, der Kinderstube, dem Partner, der Schule, unserem Schulsystem, keine Ahnung was, die Schuld geben. Solange du anderen die Schuld gibst, steckst du fest in deinem Drama und kommst einfach nicht da raus. Und das läuft auch im Grunde genommen dann unter dem Motto, und das läuft auch nochmal auf einer unbewussten Ebene ab, lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück. Das heißt, lieber in dem ganzen Kram, in dem Schlamassel drinbleiben und sich irgendwie gemütlich machen drin, überzogen gesagt, ich drück's jetzt einfach mal so aus, als sich ein glückliches und befreites Leben zu erschaffen. Und solange du in diesem, ja ich nenne es jetzt mal, bekannten Unglück, in diesem Drama drin bleibst, in diesen Mustern und Prägungen und Themen und in deinem Leben drin bleibst, in diesen Bereichen, wo du sagst, will ich eigentlich nicht, führst du ein fremdbestimmtes Leben. Das ist nun einfach mal Fakt. Das heißt auch ein Leben ohne eigene Verantwortung. Und deshalb würde ich dich im ersten Schritt mal dazu einladen, aufzuhören, über deine Vergangenheit, über Dinge zu schimpfen, was in der Vergangenheit war, und auch aufzuhören zu behaupten, dass du keine andere Möglichkeit hast oder hattest, etwas zu verändern. Denn du selbst bist die Schöpferin und der Erschaffer deiner eigenen Lebenswirklichkeit. Und in dem Moment, wo du anfängst, die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, beginnst du in deine eigene Größe zu gehen und die Verantwortung zu übernehmen und aufzuhören, dich im Drama zu befinden, sondern in die Fülle zu gehen und dir bewusst zu machen, dass du selbst es jederzeit in der Hand hast, egal was gestern war, egal was vorgestern, vor einem Jahr oder in deiner Kinderstube oder wann auch immer war. Du kannst jederzeit etwas in deinem Leben verändern. Und weißt du, warum ich dir das so ausdrücklich auf den Weg jetzt hier mal mitgebe? Es gibt ein Buch,
Autorin weiß ich jetzt gerade nicht. 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ich dachte gerade, mir fällt die Autorin ein. Nee, fällt mir nicht ein. Kannst du gerne mal googeln. 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das ist, glaube ich, eine Krankenschwester, die das geschrieben hat. Und sie notiert darin einfach die gesamten Wünsche der Menschen, die kurz davor sind, einfach ihren Körper zu verlassen, also ja, ins Jenseits zu wechseln, um es mal so auszudrücken. Und weißt du, auf was auf Platz 1, in Anführungsstriche, der am häufigste genannte Wunsch aller Kranken ist, was die geäußert haben, kurz bevor sie ja, wenn Sie merken, es geht zu Ende hier mit dem jetzigen Leben, im jetzigen Körper. Ich wünschte, ich hätte ein Leben gelebt nach meinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen und nicht ein Leben nach den Erwartungen von anderen, also das, was andere von mir erwartet haben. Nochmal. Ich wünschte, ich hätte ein Leben gelebt nach meinen eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen und nicht ein Leben, das andere Menschen von mir erwartet haben. Meine Liebe, mein Lieber, wenn das bei dir auf Resonanz stößt, wenn es sein könnte, dass auch du irgendwann mal in dieser Situation bist, wenn du das in dir fühlst, das habe ich auch mal in mir gefühlt, das war mit meiner Motivation, mein Leben radikal zu verändern, dann bitte stell dir mal 2 Fragen. Wenn heute dein allerletzter Tag auf dieser wunderschönen Erde wäre, würdest du weiterhin das tun wollen, was du aktuell tust? Wenn heute dein allerletzter Tag wäre auf dieser wunderschönen Erde, würdest du dann weiter das tun wollen, was du aktuell tust? Und der zweite ganz wichtige Satz. Was würdest du bereuen, beziehungsweise was würdest du vermissen? Was würdest du bereuen, beziehungsweise was würdest du vermissen? Und bitte, geh da mal schriftlich mit dir ins Brainstorming. Notier dir das mal schriftlich, damit du es einfach auch vor Augen hast. Damit dir mal bewusst wird, in welchen Bereichen in deinem Leben du immer noch fremdbestimmt lebst. Wo andere Menschen, andere Situationen, wer auch immer das ist, dir vorschreibt, was du zu tun und zu lassen hast, wann du wo, wie zu erscheinen hast oder was auch immer. Das sind alles fremde Strukturen, die in deinem Leben sind. Bitte fühl dich mal dazu eingeladen, dir die 2 Sätze schriftlich zu beantworten, diese 2 Fragen. Wenn heute dein allerletzter Tag auf der Erde wäre, würdest du weiterhin das tun wollen, was du aktuell tust? Und der zweite Satz, was würdest du bereuen bzw. was vermissen? Geh da mal ins Brainstorming mit dir und mach dir da mal bitte, bitte bewusst, wo es da Bereiche gibt, die nach Veränderung schreien, wo dein Körper nach Veränderung schreit, weil deine Seele vielleicht auch schon Disharmonien schickt über deinen Körper, wo dein Herz danach schreit, hey, lausch doch auf deinen Seelenplan, lausch doch mal bitte auf mich und setz deinen Denker, deinen Verstand doch ein bisschen mehr als Beobachter ein. Der darf ja sein, aber bitte als Beobachter. Du wirst ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse bekommen. Okay, zu deinem eigenen Seelenplan, zu deinem eigenen Herzensweg. Okay, ich schick dir eine ganz, ganz liebe Umarmung hier aus Bali. Ich habe gerade gehört, es ist ruhig draußen wieder geworden, es hat aufgehört zu regnen, kommt gleich die Sonne bestimmt wieder raus und dann, ja, werde ich gleich mal wieder nach draußen gehen und die Sonne genießen. Okay, bis dahin, tschüss!